Gerade die Innovationsfähigkeit ist ja wirklich auch ein spannendes Thema. Wie zeigt sich das, dass Vielfalt sich hier rechnet, also wirtschaftlich wirklich rechnet? Ne, Sie haben, wenn Sie die gleichen Menschen haben, also ein homogenes Team haben, mögen die sich gut verstehen und die mögen auch gut zusammenpassen. Die bringen aber nicht das, was eben als Disruptive Innovation, ne? Also zu sagen, das ist bahnbrechend anders. Wir machen das nicht in anderen Farbe, sondern wir machen das grundsätzlich anders. Und diese Disruptive Innovation braucht eben Menschen, die querdenken. Und üblicherweise, und das ist so ein Phänomen in der Auseinandersetzung mit dem Thema Diversity, schwitzen solche Kulturen die Querdenker aus. Also es gab ein Unternehmen, das sagt, wir stellen Querdenker ein und die müssen uns mal so richtig wachrütteln. Und nach anderthalb Jahren waren die meisten Querdenker wieder gegangen, weil die sagten, wir haben hier Vorlagen bekommen, wir haben hier also Ketten angelegt bekommen, wir konnten uns nicht so entfalten, wie wir dachten, dass das funktioniert. Deswegen ist eine Handhabe, die Unternehmen benutzen, diese sogenannten Startups, also wir verlagern dieses Thema Innovation nach außen hin und dann, wenn die Startups sich entwickelt haben, was wir brauchen, dann werden die entweder integriert, gehen aber auch dann in der Unternehmenskultur unter oder ein neues Startup wird gegründet. Also deswegen, wenn man so einen Faktor von Innovation im Unternehmen haben möchte, müsste man für eine Kultur sorgen, die sowas möglich macht. Was glauben Sie, was wir Wirtschaftsunionen da ausrichten können? Ich glaube, dass die Wirtschaftsunion einen ganz entscheidenden Teil vom Wirtschaften repräsentieren, nämlich als die jüngere Generation. Ich habe gelesen, die Aufnahmekriterien sind, man muss bis 40 Jahre alt sein. Damit liegen sie in dem Durchschnittsalter unter dem Durchschnittsalter der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen ist es interessant zu sehen, haben wir hier blinde Flecken im Hinblick auf eine junge Generation. Nun, von dem, was ich im Programm gesehen habe, gibt es ja auch viele Forderungen, die sich eben gegen Etabliertes wenden. Ne, also die Wirtschaft mal zu rocken und und quer zu denken und zu sagen, wir kommen mit Sachen, die bisher nicht gesehen worden sind, also wo die ich stelle jetzt mal eine Old-Fashioned-Kultur, die das vielleicht übersehen haben kann, dass da auch eine Position eingenommen werden kann, diesen Blick zu öffnen. Zum Teil wird das gemacht, zum Teil müssen auch Wirtschaftsjunioren vielleicht selber gucken, haben wir blinde Flecken in dem, was wir tun, in dem, wie wir zusammengesetzt worden sind und können wir da besser werden in der Themenvielfalt, also auch vielleicht in der personellen Vielfalt, die wir abdecken. Und ich meine gerade das Interkulturelle, was wir diskutiert haben, geht es ja auch darum, die jüngeren Generationen haben viel mehr Interkulturalität, ne? Also zu sagen, wo kommen Menschen her, die Geschäft machen, die sich als zur Selbstständigkeit auch berufen fühlen oder als fürs Unternehmertum, da auch zu sehen, haben wir die alle abgedeckt und finden die sich auch wieder.